Ein ganz herzliches Hallo wünsche ich euch zu diesem Video. Es wird einmal alle Jubeljahre wieder Zeit, dass die dritte Liga losgeht. Und ja, das ist dann nächste Woche Freitag auch der Zeitpunkt dafür. Und ich will gar nicht lange rumschwafeln. Ich will euch heute einfach mal kurz die Kader vorstellen und die erstellten Spieler, die ich machen musste, teilweise für die Teams, die halt aus der Regionalliga hochgekommen sind. Und ja, einige Wechsel, die eben dabei entstanden sind, damit ihr einmal den Überblick habt, mit welchen Teams ihr es dann zu tun habt, wenn ihr euch die Prognosen anschaut. Ich weiß gar nicht, wie viele sich das jetzt hier reinziehen oder ob überhaupt sich das Leute reinziehen. Es werden sicherlich noch einige Veränderungen dazukommen und vor allem, wenn euch irgendwas auffällt, was irgendwie gar nicht passt, dann ist es auch wichtig oder wäre es sehr nett von euch, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, dass da irgendwas nicht stimmt oder der ist da weg, das habe ich komplett verpeilt oder so oder was auch immer. Das würde auf jeden Fall sehr helfen, aber ich will gar nicht rumschwafeln und wir fangen mal an. Braunschweig hier abgestiegen aus der zweiten Bundesliga, die mussten einige Spieler abgeben, unter anderem Fasic. Da sieht die Aufstellung jetzt so aus, erstmal grundsätzlich Becker, Tingaga, Walzweg, Thorsen neu dazugekommen, Abdullahi, weiß nicht, ob der bleibt oder auch noch wechselt. Und wie gesagt, wenn euch irgendwelche Ungereimtheiten vorkommen oder ihr wisst, der und der Spieler ist safe weg, dann wäre es gut, wenn ihr das in die Beschreibung schreiben könntet. Beschreibung, in die Kommentare, verdammt nochmal. Ja, Fürstner und Fasco, zwei Spieler, die neu dazugekommen sind, sind schon dabei. Onabulut, Hoffmann und Nyman. Wer weiß, ob von denen noch jemand wegwechselt. Ansonsten, hier ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Ihr seht hier ein paar Spieler. Das sind Sharon, Hassett und Young, die eigentlich hier gar nicht reingehören, aber Braunschweig hätte sonst einen zu kleinen Kader gehabt und das wäre nicht funktionabel gewesen. Sauerland ist, glaube ich, noch neu dazugekommen und Amundsen und dementsprechend muss sich da ein paar Spieler dazu tun. Ich habe das in manchen Teams dann eben so gemacht, dass da die schlechtesten Spieler, die es bei FIFA so gibt, dann immer jeweils in der Mannschaft stehen. Das sind so 46er, wo ich dann weiß, auch in der Prognose, die dürfen nicht eingewechselt werden, die lasse ich dann außen vor dementsprechend, aber damit die Teams überhaupt spielfähig sind, muss ich da eben jeweils welche hinzufügen, nicht dass ihr euch wundert, Sharon, Hassett und Young gehören nicht dazu, ansonsten diese Spieler hier gehören auch noch zum Braunschweiger Kader. Natürlich sind mir auch einige Grenzen gesetzt, weil man nur 30 Spieler erstellen kann, sonst hätte ich hier jetzt auch noch einen zweiten Torhüter erstellen können, aber wenn sich da nichts wechseltechnisch ändert, dann wird Braunschweig erstmal mit Engelhardt spielen. Aber ja, das wird sich dann ja im Laufe der Saison auch ändern, wenn FIFA 19 noch rauskommt. Allgemein weiß ich nicht, inwiefern die dritte Liga prognostiziert wird bei mir. Ich versuche, möglichst viel da rauszuholen. Aber wenn die Zeit nicht reicht, dann reicht die Zeit nicht. So, kommen wir zu Kaiserslautern. Da hat sich wirklich einiges getan. Hesel im Tor. Dick ist neu dazugekommen. Özdemir von Groß Asbach ist dazugekommen. Kevin Kraus von Heidenheim ist dazu, Schad ist meiner Meinung nach neu, Zuck ist neu, Löhmannsröben ist neu, Bergmann ist meiner Meinung nach auch neu, Hemmlein war mal da und ist dann wieder neu oder was auch immer, Julius Biada von Braunschweig dazugekommen, Huth ist dazugekommen, Pick ist dazugekommen und ja, ansonsten Albeck wird vermutlich noch wechseln, schätze ich mal, wenn ich diese Aufstellung oder wenn ich diese Bewertung hier sehe, ansonsten Heino oder Heinault, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist, glaube ich, aus der dritten Liga dahin gewechselt. Und Timmy Thiele, ja, Stürmer, ich glaube, ex-Karlsruher Jena, ist auch dabei. Das ist dann hier der Kader von Kaiserslautern. Könnt ihr euch einen kurzen Überblick verschaffen? Das hier sind die Auswechselspieler. Und ich sag's nochmal, wenn da irgendwelche Spieler sind, die da nicht mehr hingehören, die gewechselt haben, dann wäre es gut, wenn ihr mir da Bescheid sagen würdet. Ich würde euch jetzt auch den Kader von Magdeburg vorstellen mit den jeweiligen Veränderungen im Kader. Da seht ihr zum Beispiel Fasic im Tor. Allerdings geht es hier um die dritte Liga und Magdeburg ist ja aufgestiegen. Also machen wir weiter mit Carl Zeiss Jena. So, im Sturm oder eigentlich im rechten Mittelfeld, die Aufstellung werde ich dann jeweils noch anpassen. Also die sind auch noch nicht komplett aktuell. Cenku ist neu dazugekommen oder Cenkua aus der französischen zweiten Liga, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten seht ihr es ja, viele Spieler, die, glaube ich, letzte Saison schon dabei waren. Aber ansonsten auch sonst hier auf der Bank, glaube ich, der ein oder andere Neuzugang noch. Ne, Panewitz ist schon ein bisschen länger dabei. Aber so sieht die Mannschaft von Carl Zeiss Jena aus. Die sind relativ breit bestückt und hier ist auch keiner dazugekommen, der nicht da reingehört. Die sind alle hier rechtmäßig in dieser Mannschaft mit
dabei. Genau, das ist Carl Zeiss Jena. Chemnitz ist abgestiegen in die Regionalliga, dementsprechend gucken wir da gar nicht drauf. Hier bei Fortuna Köln haben wir beispielsweise Hartmann, der von Ingolstadt jetzt dahin gewechselt ist. Ansonsten Scheu, Kegel, Schick ist auch neu dazugekommen. Ich bin kein super Ultra-Kenner der dritten Liga, deswegen sind mir jetzt nicht alle Wechsel komplett bekannt oder beziehungsweise bekannt zwar schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt gerade neu dazugekommen ist. Exlager beispielsweise war schon da, hat jetzt aber verlängert, wenn ich mich nicht täusche. Hier Boas neu dazugekommen von Paderborn, glaube ich. Koljic, Rehn und Pintol. Also die unten, ganz unten stehen, müssten in der Regel die Neuzugänge sein. Passt jetzt nicht mit Hartmann vorne, aber ihr versteht schon im Prinzip, glaube ich, was ich meine. Genau, das ist dann Fortuna Köln. Ihr seht es nochmal kurz. Und dann kommen wir weiter zum nächsten Team. Das ist dann der FSV Zwickau. Könnecke, Schröter, Miatke, Frick auf der 6. Die Aufstellungen sind noch nicht so fest und es kann auch sein, dass bis zur Prognose dann noch einige Wechsel hinzukommen. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Und ansonsten, ja, seht ihr es hier, relativ auf Kante genäht, aber meiner Meinung nach oder soweit ich weiß, sind das hier alles Spieler, die auch wirklich dazugehören zum Aufgebot von FSV Zwickau und dementsprechend passt das so. Es gibt ja viele Mannschaften in der dritten Liga, die sich aus den Regionalligen verstärken und die kann ich halt leider nicht alle erstellen. Das ist so ein kleines Problem, aber gut, das ist dann eben so. Bentley Baxter Bahn, bei Halle, glaube ich, beispielsweise neu dazugekommen. Ansonsten seht ihr es hier auch. Landgraf, Warshausen, glaube ich, größtenteils waren alle schon da. Eisele ist neu dazugekommen. Pascal Sohm, meiner Meinung nach, von Sonnenhof Groß-Asbach gekommen. Aber ansonsten, die hier gehören auch alle zum Kader. Arkenberg von Hannover dahin gekommen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, auf Leihbasis erstmal. Und dann der hallische FC eben. So, kommen wir zu Hansa Rostock. Da sieht man schon direkt im Kasten Orleshausen Neuzugang. Suku von Aue dazugekommen, Pepic von Paderborn, wenn ich mich nicht täusche, dazugekommen. Ansonsten seht ihr hier die Aufstellung. Und ja, Hilsner von Dresden, Gelios von Augsburg, das sind alles Spieler, die auch wirklich dazugehören. Ich sage das jetzt nicht immer jedes Mal noch dazu, sondern sage nur, wenn Spieler da sind, die nicht dazugehören, weil sie eben nur den Kader auffüllen müssten, dann sage ich Bescheid. Hier jetzt beispielsweise bei Karlsruhe. Vor einem Sturm Pourier, die mussten Schleusen abgeben, der war ausgeliehen von Freiburg, einer der besten Torschützen, wenn nicht der beste Torschütze von Karlsruhe. Ja, wird Karlsruhe sicherlich fehlen. Rosbach ist aber neu dazugekommen, Stiefler von Sandhausen ist neu dazugekommen und ansonsten seht ihr es hier auch, Sané ist neu dazugekommen, Choi ist von St. Pauli neu dazugekommen, Zwerko weiß ich gar nicht von Mainz, ob der schon länger da war, aber glaube ich auch neu dazugekommen und ansonsten seht ihr ja auch den Kader relativ breit bestückt, was ich sehr positiv finde, mal schauen, ob Karlsruhe da vielleicht auch noch wen abgibt. Ja, kommen wir zur nächsten Mannschaft, das ist Preußen Münster. Ich will jetzt nicht hier zu jedem Team so richtig viel sagen, aber dass ihr so einen groben Überblick habt, wie die Mannschaften so aussehen. Das Spannende wird ja dann eher bei den Teams sein, die ich komplett neu erstellen musste, in Anführungszeichen. Aber dass ihr hier auch einen kleinen Überblick habt. Konze, ich weiß nicht, ich doch, der gehört auch wirklich zu Preußen Münster, den habe ich nicht dazu getan. Und ihr seht, Rodriguez Pires meiner Meinung nach neu hinzugekommen und ich sage immer meiner Meinung nach, damit will ich euch gar nicht nerven, sondern es sind nur Füllwörter, damit ich nicht irgendwie Stille oder so entstehen habe. So, ansonsten seht ihr hier den Kader, denke ich auch, gibt es nicht mehr so viel zu sagen, da weiß ich gar nicht, wer alles neu dazugekommen ist oder wer schon länger dabei ist. Rot-Weiß Erfurt auch abgestiegen, kommen wir zu Sonnenhof Groß-Asbach, die mussten einige abgeben und da kann er hier eigentlich weg, Browns Word, der wie Lundstram hier nicht dazugehört, sondern eben nur den Kader auffüllen sollte. Aber weil es jetzt zwei neue Spieler gibt, unter anderem Burger ist neu dazugekommen, Corbinian Burger, ist der Kader von Groß-Asbach groß genug und da müssen keine Spieler mehr hinzukommen. Wirklich einige abgegeben, vorne, hinten und in der Mitte. Aber dafür so Poggenberg, Burger, Geritziger oder wie man den Jungen ausspricht, eben neu dazugekommen. Ja, das ist der Kader von Sonnenhof Groß-Asbach. Gehen wir ein Stückchen zurück, da speichert er nochmal kurz zwischen. So, dann SC Paderborn schauen wir uns nicht an, weil die sind ja aufgestiegen. Kommen wir zu den Sportfreunden Lotte. Hier, Collins gehört nicht dazu. Ich weiß gar nicht, warum der in der Aufstellung steht. Hier bei Lotte war es wirklich schwierig, weil die so krass den Kader ausgemistet haben und bislang noch nicht so viele Neuzugänge haben, musste ich hier
viermal auf Spieler zurückgreifen, die gar nicht dazugehören. Ihr seht, die haben alle eine 47er Bewertung. Gerade so drei Auswechselspieler, dass man die Prognosen erstmal so spielen kann, aber das ist schon relativ auf Kante genäht. Wie gesagt, die letzten vier gehören nicht dazu. Ansonsten Reimering von Osnabrück, glaube ich, neu dazugekommen. Lindner weiß ich gar nicht, ob der neu ist. Er hier ist, glaube ich, auch innerhalb der Liga gewechselt. Ansonsten seht ihr es ja relativ ja, eng genäht. Aber gut, gerade so noch eine Mannschaft, die Lotte da zusammen bekommt. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar hinzu und es gehen nicht so viele weg. Ansonsten wird es schwierig mit der Prognose. So, kommen wir zu SV Meppen. Wir gehen schon langsam auf das Ende zu. Ich glaube, ich rede auch relativ schnell, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Ja, Wagner, ich glaube, einer davon ist neu dazugekommen. Wahrscheinlich eher Wagner, weil Wagner ist Kapitän und schon länger dabei. Ansonsten, ja, relativ breiter Kader, wobei breit etwas übertrieben ist, aber es geht. Sind einige auf jeden Fall dabei. Ich glaube, die haben sich auch ein, zwei geholt, die es auch bei FIFA schon gab, aber sonst, solche Teams verstärken sich halt sehr häufig in der Regionalliga oder aus der Regionalliga, wo man dann kaum hinterherkommt mit dem Erstellen, beziehungsweise die nicht erstellen kann, weil da die Kapazität nicht zu reicht. Kommen wir zu Wien Wiesbaden. Auch da gibt es einige Neuzugänge. Dittgen war, glaube ich, ausgeliehen und jetzt festverpflichtet. Nagelt mich nicht drauf fest, aber Schönfeld ist dazugekommen. Wachs ist dazugekommen. Modica, Schipnowski, die beiden, glaube ich, von Kaiserslautern neu dazugekommen. Und ansonsten, ja, es ist ein Kader relativ breit, beziehungsweise zumindest einigermaßen standhaft, auch wenn ja, der ein oder andere auch von denen abgegeben werden musste. So, kommen wir dann noch zu Unterhaching. Die gab es ja auch letzte Saison schon. Bigalke und Hein, bekannte Gesichter. Ich glaube, in der Startaufstellung hier ist gar nichts Neues dazugekommen. Aber Wiedemann ist neu hinzugekommen. Schwabel, glaube ich, von Fleetwood Town aus Englands dritter Liga oder so. Hufnagel wurde ausgeliehen, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht auch fest verpflichtet, weiß ich auch gar nicht so genau. Aber ansonsten seht ihr hier, ja, das sieht relativ breit gebaut aus, der Kader. Kann sicherlich eine gute Rolle nächste Saison übernehmen. VfL Osnabrück dann noch. Verona Polido, ist neu dazugekommen. Ansonsten Schiller, glaube ich, auch. Körber wurde getauscht mit Gersberg, mit Hertha BSC. Weiß ich gar nicht so genau, wie das da alles abgelaufen ist, aber die haben scheinbar irgendwie ein bisschen eine Kooperation, weil da die Torhüter gerne mal ausgetauscht werden miteinander. Dann haben wir Blacher, auch wenn Körber in der Saison davor woanders gespielt hat, innerhalb der dritten Liga, bei Preußen Münster, weiß ich gar nicht. Ja, Blacher von, ich glaube, der ist von Wien gekommen, neu dazu. Ansonsten Uahim von Köln. Ja, so sieht das dann hier erstmal aus. Trapp wahrscheinlich auch neu dazugekommen. Der hat nämlich ein anderes Trikot an. So, das war der VfL Osnabrück. Kommen wir noch zu VfR Aalen. Ein paar bekannte Gesichter, aber Funk ist neu dazugekommen. Finell ist auch neu dazugekommen. Also die Doppel-6 hier scheint erstmal komplett ausgetauscht worden sein. Ein sehr breiter Kader, wenn ich das hier richtig sehe. Husic ist da, aber der war letztes Mal auch schon da. Saar von Wolfsburg jetzt dabei. Ansonsten, ja, habt ihr hier einen Überblick, wenn ihr hier eure Lieblingsmannschaft gerade habt, dann kennt ihr euch damit sicherlich besser aus und ich hoffe, da tue ich dann keinem Unrecht, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas seht, was nicht passt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, so Werder Bremen 2 ist die dritte Mannschaft, die abgestiegen ist, gehen wir dementsprechend auch nicht durch, dann kommen wir noch zu den Würzburg Kickers, Ademi und Baumann vorne in der Spitze, Hegele, weiß nicht, ob der letzte Saison schon da war oder jetzt von Groß Asbach neu hinzugekommen ist. Altschwede, Schupan, normalerweise Außenverteidiger, dachte ich, aber okay. Bitke ist, oder Badke ist neu dazugekommen. Keeper von, aus der ersten Bundesliga, glaube ich. Gnase neu dazugekommen von Heidenheim. Und ja, ansonsten seht ihr es auch hier. Der Kader ist gut aufgestellt, hat vor allem zwei Torhüter, was Gold wert ist. Ja, dann waren wir damit durch und jetzt kommt nämlich die Krux an der ganzen Sache. Da ist ja, keine Möglichkeit gibt, Wappen oder so zu erstellen, muss man sich Teams suchen, die einigermaßen im Großen und Ganzen solche Trikots haben, wie die echten Mannschaften. Leider hat Cottbus keinen Doppelgänger sozusagen, dementsprechend habe ich jetzt einfach AS Bari genommen, die immerhin weiße und rote Trikots haben. Mal schauen, das wird sich dann vielleicht noch verändern bis zur Prognose, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber wir gehen mal den Kader durch. Scheithauer habe ich erstellt,
Weidlich habe ich erstellt, Zimmer habe ich erstellt. Ich weiß nicht, ob die Bewertung jeweils ein bisschen zu gut ist. Vielleicht muss ich die noch jeweils ein bisschen runterschrauben. Könnt ihr mir gerne was in den Kommentaren zu sagen. Stanese ist tatsächlich ein Spieler, den es gibt, glaube ich, von allen dahin gewechselt. Weiß ich gar nicht, kann auf jeden Fall sein. Stein, Schlüter, Matuvila, Starzev, die sind alle erstellt. Wobei, bei Stein bin ich mir gar nicht sicher. Genau, den habe ich wahrscheinlich nicht erstellt, sondern da hat einfach der Name gepasst. Das musste ich jetzt bei Kruse, ihr werdet ihn kennen. Oh, das ist doch eigentlich der Torwart, der mal bei Paderborn und bei Kiel war. Ja, aber jetzt hat der Name eben gepasst, die Größe einigermaßen gepasst. Ich habe ihn auf ZDM umgepolt sozusagen. Der hat jetzt nichts mit dem Torwart Kruse mehr zu tun, bis auf ja, das Aussehen vielleicht. Lasst euch da nicht irritieren, weil man eben nur 30 Spieler erstellen kann, musste man sich da auch irgendwie behelfen. Und von Cottbus gab es nur 4 Spieler oder 3 Spieler, die wirklich bei FIFA schon existieren. Mamba habe ich erstellt, German erstellt, Geisler erstellt, Freitas habe ich nicht erstellt. Den, ja, da gab es einen Namensvetter in Uruguay, den ich dann einfach mal dahingestellt habe. Karpstein, Rauhut, wie gesagt, das ist auch größtenteils nur provisorisch. Weil man eben nicht so viele Spieler erstellen konnte. Dann Rauhut im Tor auch noch erstellt und Irumawagawa oder wie auch immer und Yasui, die gehören nicht dazu und die werden in der Prognose auch nicht auflaufen. Das sind eben nur Füllspieler für den Kader. Ja, so sieht das dann eben aus. Ja, musste man sich ein bisschen behelfen. Das war dann Cottbus. Dann kommen wir zu KFC Uerdingen. Da habe ich Cremona genommen. Ich finde, die Heimtrikots sehen einigermaßen ähnlich aus zu den wirklichen Trikots von Uerdingen. Da habe ich Beister erstellen müssen. Daube gab es tatsächlich. Kifki erstellen müssen. Öztürk, das ist ein anderer Öztürk als der tatsächliche Öztürk. Aber das hat von der Position und von der Größe einigermaßen gepasst. Dementsprechend habe ich den dann dahingestellt. Konrad von Dresden dahin gewechselt. Gab es tatsächlich. Eigner ist von Colorado, glaube ich, dahin gewechselt. Den gab es eben dementsprechend auch. Littger von St. Pauli, also auch ein echter Spieler. Müller, den gab es auch von, weiß ich nicht, kann sein, dass es wieder Aalen war. Auf jeden Fall, den gab es auf. Auch Erb habe ich erstellt. Großkreuz gab es glücklicherweise noch. Musste ich nicht erstellen. Vollert im Tor muss ich erstellen. Musculus erstellen. Dörfler erstellen. Ibrahimai, den gab es bei Sandhausen noch. Ist auch der richtige Spieler. Krempitzki musste ich erstellen. Benz musste ich erstellen. Und Mohammed, es ist nicht der Mohammed, aber Position passte auch wieder. Und dementsprechend habe ich den dann einfach dafür benutzt, weil am Ende auf dem Feld sieht man ja sowieso nur den Namen und dementsprechend habe ich gedacht, passt das zumindest, dass der Kader einigermaßen voll ist mit Spielern, die ähnliche Namen haben oder den gleichen Namen ja eigentlich, so wie schon bei Öztürk. Dann ja, muss ich hier wieder auffüllen mit Schallenberg und Andreassen, weil man ja nicht mehr als 30 erstellen kann. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum tausendsten Mal gesagt, aber ja, dann habt ihr auch einen Überblick über den Kader von KFC Uerdingen. Und jetzt muss ich noch einmal kreativ werden und zwar bei 1860 München. Da bin ich in die USA gegangen, Sporting KC. Das Zeichen sieht zwar, oder das Zeichen, das Wappen sieht nicht so ähnlich aus, aber meiner Meinung nach passen die Trikots ziemlich gut drauf. Dieses helle Blau sieht 1860 relativ ähnlich. Karger, Mölders, Grimaldi in der Spitze. Grimaldi gab es von Preußen Münster, glaube ich. Und Mölders und Karger musste ich erstellen. Lex gab es von Ingolstadt, wenn ich mich nicht täusche. Wein musste ich erstellen. Moll ist von Braunschweig dahin gewechselt. Paul, es ist irgendein Paul, das ist nicht der echte Paul, den habe ich auch nicht erstellt, aber wie gesagt, wieder Namensvetter, Position angepasst und so weiter und dementsprechend läuft er hier auf. Belka hier muss ich erstellen. Weber war ein Innenverteidiger mit ähnlicher Größe, ähnlicher Stärke, aber nicht der tatsächliche Weber, der am Ende wirklich bei 1860 spielt, aber wie gesagt, da hat wieder der Name gepasst und dementsprechend habe ich den dahingestellt. Lorenz von Braunschweig dahingegangen, den gab es tatsächlich sogar. Hiller musste ich erstellen, Markus Hierreis musste ich erstellen, Böhnlein musste ich erstellen, Berzel habe ich erstellt und Bohmann habe ich erstellt. Ja, bei den drei Ujis, Norman, Junior und Paya, die muss ich wieder dazu tun, eben um den Kader aufzufüllen. Und zu guter Letzt Mauersberger, ja, der hat mit dem echten Mauersberger leider gar nichts zu tun. Sieht nicht mal ansatzweise so aus, die Größe passt leider überhaupt nicht, der hier ist 1,70 und ich glaube Mauersberger ist 1,95 oder so groß, aber der Name hat halt gepasst und um den Kader einigermaßen aufzufüllen, weil ich mehr wiederum nicht erstellen konnte, ja, habe ich den zumindest erstmal hingesetzt, aber steht dementsprechend auch nicht in der Startaufstellung, auch wenn er das vielleicht in echt tun würde, aber weil er eben überhaupt nicht so aussieht wie der Mauersberger, der bei 1860 in echt spielt, ja, habe ich den eben
erstmal nur auf die Bank gesetzt. Ja, und das waren die Kader, alle 20, wenn ich mich nicht täusche, zwei aus der zweiten Liga, die halt abgestiegen sind, Kaiserslautern, Braunschweig. Dann habe ich 15 aus der dritten Liga vorgestellt und jetzt eben die drei hier, die Aufsteiger aus der Regionalliga. So, das war's. Es ist relativ viel Gelaber gewesen. Keine Ahnung, wer jetzt noch zuhört. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Aber ich glaube, wer bis jetzt wirklich geguckt hat und noch nicht eingeschlafen ist, ist wahrscheinlich auch schon Abonnent, weil er sonst, ja, keine Ahnung, mir gar nicht so lange zuhören würde. Ich bedanke mich ganz höflich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag mit der ersten Prognose. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao.